Ich entschuldige mich, falls die Audio stellenweise etwas angestrengt wirkt. Ich bin mal wieder leicht erkältet und ja, ihr hört es selbst. Na, falls ihr mein letztes Video gesehen habt, wisst ihr, dass ihr nun meine Videothemen bestimmen könnt. Ihr schreibt einen Kommentar und die Vorschläge mit den meisten Likes kommen in die engere Auswahl. Am meisten Likes hatte der Vorschlag, ein Video über Rebecca Wings Merch zu erstellen. Hätte ich auch theoretisch gemacht, aber ehrlich gesagt hängt mir die gute Dame zum Halse raus. Der Vorschlag mit den zweitmeisten Likes, fast 1500, kommt von Jolly Ocean, der mich darum gebeten hatte, doch mal etwas über den lieben Mythenakte zu machen. Danke dafür, wie beim letzten Mal könnt ihr jetzt auch wieder einen Vorschlag abgeben. Lest ein paar Kommentare durch und wenn euch ein Vorschlag davon gefällt, votet ihr diesen hoch. Wer die frühere Meinungsbürgerszene verfolgt hat, dem wird Mythenakte mit Sicherheit ein Begriff sein. Nun ja, Leute, die einen seltsamen Videogeschmack haben, natürlich auch, aber das ist wieder eine andere Sache. Mythi wurde vor knapp 6 Jahren vollständig demontiert. Schauen wir doch einfach mal, ob er mittlerweile ein besserer YouTuber geworden ist. Dieses Video ist übrigens in 5 verschiedene Teile aufgesplittet. Falls euch davon ein Teil nicht interessiert oder er euch zu lang wird, könnt ihr in die Beschreibung schauen und den Part via Timestamp skippen. Viel Spaß! Ja, unser guter Mythi ist auch ein YouTuber der Gattung, habe ich gesehen, mache ich auch mal. Nur nimmt es bei ihm Ausmaße an. Ihr ahnt es nicht. Wenn man sich durch seine Videos beißt, die sich mehr ziehen als ein frisch ausgespuckter Kaugummi, in den man gerade reingelatscht ist, übrigens vergleichbar angenehm, stellt man recht zügig fest, dass einem die Inhalte dann doch irgendwo bekannt vorkommen. Ein paar der Beispiele dafür nenne ich euch jetzt. Eines seiner jüngsten Beutezug-Videos schimpft sich Horrorfilm Special. 10 gruselige und unheimliche Creepy-Fakten. Mehr Schlagwörter in den Titelpressen ging wohl nicht. Dieses Video weist gewisse Parallelen zu einem von Jay und Aria auf, trotzdem würde ich nicht sagen, dass er das Video von ihm geklaut hat. Thematisch inspiriert, ja vielleicht. Mit dem Hintergrundwissen, dass alle von ihm behandelten Filme aus den 90ern kommen, fiel die Recherchearbeit dann doch etwas leichter aus, als ich dachte. 90er Horrorfilmfakten gegoogelt und et voilà, seine Quellen mit fast exakt demselben Wortlaut. Sein erster Fakt bezieht sich auf eine sehr bekannte Alien-Szene, in dem die Schauspieler nicht wussten, was gleich passieren wird. Exakt derselbe Fakt findet sich auch auf der Seite, wisst ihr noch. Fakt 2 bei Mythi. Der Regisseur William Friedkin wies am Set von Der Exorzist einen Mitarbeiter an, in bestimmten Szenen mit einer Schrotflinte in die Luft zu schießen, damit die sich erschrecken. Wieder auf wisst ihr noch zu finden. Genauso entspricht Fakt 3, Fakt 2 auf besagter Seite. Um es einfach kurz und schmerzlos zu machen, jeder einzelne Fakt in seinem Video ist 1:1 auf wisst ihr noch zu finden. Jeder. Aber das ist noch nicht mal der Höhepunkt. Das hier ist nämlich ein doppelter Beutezug gewesen. Euch ist ja sicherlich aufgefallen, dass er 1:1 von Bildern abliest. Diese Bilder, verziert mit seinem Logo, findet man nämlich genauso auf seiner 100.000 Follower schweren Instagram-Seite wieder. Das kann sich doch einfach keiner ausdenken. Mal abgesehen davon, dass alles stibitzt wurde, ist es frech, wie wenig Arbeit er da reinsteckt. Wie lange dauert es, 10 Instagram-Bilder vorzulesen? Recherchezeit ungefähr 1 Minute, wenn man auf der Seite ist. Vorlesen 4 Minuten. 10 Screenshots einblenden, maximal 5 Minuten, wenn man sich besonders doof anstellt. Digi, du bist einfach ein Recycling-Künstler. Wer schafft es schon, sich aus einer Seite 10 geklaute Instagram und einen Videobeitrag auf YouTube zusammenzukleistern? Übrigens natürlich ohne Quellenangabe. Ich bin mir nicht sicher, inwiefern das rechtlich relevant sein könnte, weil es sich hier stellenweise um nicht gekennzeichnete Wort-zu-Wort-Zitate handelt, mit seinem Branding genutzt für monetäre Zwecke. Nicht nur Internetseiten laufen Gefahr, mit seiner schreckenserregenden Kleptomanie Bekanntschaft zu machen. Auch, wie könnte es anders sein, YouTuber. Ich bedanke mich auf jeden Fall dafür, dass es mir so leicht gemacht hat. Sein letztes Video zum Beispiel. Das Geheimnis am Ende eines Pyramidenschachts ist von Creepypasta Punch geklaut. Selbst schuld, wenn man zu faul ist, eigenes Footage rauszusuchen und er dasselbe wie er benutzt. Dieses Mal war er aber deutlich schneller. Während er für das Thema von Jay und Aria fast 6 Jahre gebraucht hat, waren es bei diesem geistigen Diebstahl nur 7 Monate. Immerhin. Das kann er aber noch besser. Beim nächsten Beispiel, ebenfalls von Creepypasta Punch übernommen, hat er sogar nur 1,5 Monate benötigt. Das ist schon fast rekordverdächtig. Es geht um das Thema Eratas. Immerhin wurde hier aber der Titel leicht geändert. Aus darfst wurde solltest. Das ist ja auch was. Nur war es ihm halt dieses Mal komplett lax, dass es irgendwo auffliegen könnte. Minute 1:25 rum seht ihr bei Creepypasta einen Screenshot von einer Art Mail. Den seht ihr bei Mythi um die 50. Sekunde. Auffällig ist hier, dass genau dasselbe Wort markiert wurde und der Warum erzähle ich das? Ihr seht, dass es halt 1:1 dasselbe Footage ist. Immerhin hat Mystisch geklaut das Bild nochmal scharf in den Hintergrund eingeblendet. Kurzer Ausschnitt. Die nächste Erwähnung erfolgte ein paar Tage später, im Dezember, als erneut jemand sich versuchte, über Eratas zu erkundigen. Etwa einen Monat später, am 19. Dezember 2015, schrieb ein anderer anonymer Nutzer über Eratas. Er oder sie schrieb... Frech wäre es jetzt noch, mit dem Content anderer extra Reibach durch eingebaute Placements verdienen zu... Oh.
In seinem beliebtesten Video ging es um 22 Simpsons-Vorhersagen, auf die wir später übrigens auch noch zu sprechen kommen, aus Gründen. Natürlich muss, wenn ein Video 3,3 Millionen Aufrufe erzielt hat, ein Nachfolger kommen. Das ist irgendwo verständlich. Original stammt von GameSpot Universe. Neben einigen anderen interessanten Fakten, die er von diesem oder von anderen Videos übernommen hat, hat Mythenakte aber auch noch einen selber. Na, wer kann es sich bei dem Thumbnail denken? Es geht um Greta Thunberg. Spekulanten vermuten, dass er diesen Fakt nur selber eingebaut hat, weil das Original am 18.01.2018 hochgeladen wurde und Greta dann noch keine große Rolle gespielt hat. Man merkt, dass er sich die letzte Vorhersage selber herbeigedacht hat, weil sie so haarsträubend daneben ist, dass man es sich eigentlich nicht mehr ausdenken will. Er hat diesen Fakt auf Platz 0 gepackt, weil er zu willkürlich ist. So willkürlich, dass er ihn halt nicht ins reguläre Video aufnehmen wollte. Aber wieso wird der dann aufs Thumbnail gepackt? Etwa, weil es zurzeit ein brisantes und aktuelles Thema ist. Seiner Aussage nach repräsentiert Lisa Simpson in etwa Greta, weil sie sich beide für die Umwelt einsetzen. Ja, das war es dann auch. Hauptsache ansprechen, damit man es irgendwie im Thumbnail als Clickbait benutzen kann. Machen wir einen kleinen Speedrun weiterer geklauter Videos. Ich denke, niemand hat Bock drauf, sich 30 Minuten anzuhören, wie, wo und was er wann geklaut hat. Dieses Video wurde von Dark 5 geklaut. Alle 5 Geräusche sind exakt dieselben. Seine 5 unheimlichen Pokédex-Einträge wurden von Tricky geklaut, nur mit 2 Reihenfolgenänderungen. Sein Video über realitätsbasierte AHS-Charaktere wurde unter anderem von Arthurs Video und diversen anderen zusammengeklaut. Auch Thumbnails sind übrigens nicht vor ihm sicher. Ich könnte hier wirklich ewig so weitermachen, mache ich aber nicht, weil es sonst echt schnell langweilig werden würde. Zwecks Vollständigkeit erstelle ich einen Google-Doc oder Verlinkungen in der Beschreibung mit weiteren Videos und jeweiligen Originalquellen. Das wird dann nach und nach ergänzt. Wie es sich für so eine Art von YouTubern gehört, darf natürlich auch Clickbait nicht fehlen. Dass er es dabei ein wenig zu gut meint, werdet ihr schon gleich feststellen. Zur Zeit, als bekannt wurde, was es mit Artikel 13 auf sich hat, sind so einige Videos dazu erstellt worden. Ein paar Videos haben geglänzt, der allergrößte Teil hingegen war aber peinlich. Dass jemand wissenswertes Video dazu toppen kann, habe ich bis dato nicht für möglich gehalten. YouTube muss alle Kanäle löschen. Die gruselige Wahrheit, Hashtag SaveYourInternet. Das Gruseligste an dem Video ist, wie viel unwahr ist. Nämlich einfach alles. Das komplette Video ist Bullshit. Es werden Behauptungen aufgestellt wie, jeder YouTube-Kanal aus Europa wird zu 100% gelöscht werden, weil YouTube sonst tausende Klagen am Tag bekommt. Störerhaftungen und so, schon mal davon gehört? Dann gibt er von sich, dass sich das bestimmt niemand vorstellen könnte, aber auch extrem bekannte YouTube-Kanäle wie Gronkh, Julian Bam oder auch Mythenakte, ja, das hat er wirklich so gesagt, gelöscht werden würden. Aber ist so. Keine Pointe, trocken so runter. Dass es vielmehr auf eine Implementierungspflicht eines Upload-Filters hinauslaufen würde, wird natürlich verschwiegen. Außerdem wäre es bald verboten, Videos, die aus Amerika etc. stammen, zu schauen, wenn man beispielsweise Deutscher ist. Aber warum? Wie? Wann wurde sowas behauptet? Wie will man das überprüfen? Woher hat er das? Und viel wichtiger, warum verbreitet er das auch noch? Genauso wäre es verboten, einen Link zu teilen. Der Grund, warum Artikel 13 beschlossen wurde, ist seiner Aussage nach übrigens der, dass die EU einfach alles, was im Internet ist, zensieren möchte. Es ist sehr gut, auf so ein Thema aufmerksam zu machen. Ein Video zu einem politisch brisanten Thema nur zu machen, um ein paar Klicks abzugreifen. Während man absolute Desinformationen verbreitet, ist allerdings aus jeglicher Sicht kontraproduktiv, außer aus seiner. Stellt euch vor, die kleinen Mythenfans tragen seinen Unsinn jetzt weiter und das wird dadurch zum Debattenthema. Wenn man mit so einem uninformierten Bullshit versucht, mit seiner Gegenpartei in den Diskurs zu treten, ist das Ergebnis von vornherein eine Niederlage. Man wird noch nicht mal ernst genommen, wenn man so einen Mumpitz brabbelt. Imagine, Kevin12, Mythenakte-Fan, schreibt Axel Voss eine Mail, was er doch für ein böser Mensch sei, weil er sein großes Vorbild Mythi löschen will, weil er ihm nicht gönnt. Sowas würde ungefähr dabei rumkommen. Schon hat die Gegenpartei die Oberhand und kann auf solche Fälle Bezug nehmen, weil unsaubere Argumentation. Das zieht die gesamte Diskursseite runter. Wurde unter anderem auch gemacht. Klar hat jetzt nicht so viele Klicks bekommen wie das Video von Wissenswert, aber das konnte man zu dem Zeitpunkt ja noch nicht erahnen. Dass die Leute ihm sein Video abkaufen, erkennt man auch sofort, falls man einen gewagten Blick in die Kommentare wirft. Oh mein Gott, warum nur? Heulende Emojis. Ich will dich aber weiter gucken. Das Herz der auch noch. Und schon wurden erfolgreich fast 40.000 Menschen desinformiert. Super gemacht. Ich hoffe, die abgefallenen Schäkel waren dir das wert. Folgender Kommentar fasst es perfekt zusammen. Traurig und teilweise armselig, nicht nur teilweise, wie unnötig Panik verbreitet wird mit übertriebenen Videos. Statt sachlich aufzuklären, wird meiner Meinung nach maßlos übertrieben. Aber man sieht, wie die Zuschauer, wie die Lemminge auf diese Videos abgehen, statt sich selber zu informieren und zu reflektieren.
setzen 1+. Zum Glück war das bis dato das einzige Video von ihm, das mit Politik zu tun hat. Zurück zum Clickbait-Thema. Reale Drachenskelette? More like ein Promomove für die dritte Game of Thrones Staffel, aber ist ja sowieso so eine Macke von Mythen-YouTubern, dass sie sich an jede Kleinigkeit klammern und irgendwas Mysteriöses reininterpretieren müssen, um irgendwie an Themen zu kommen. Den Clickbait mit den Simpsons und Greta hatten wir ja gerade schon, also gehen wir weiter. Echter Geist im Livestream? Nein. Engel in der Türkei gesichtet? Nein. Wer dieses verfluchte Bild ansieht, fällt in Ohnmacht? Nein. Ohnmächtig bin ich höchstens aus dem Grund geworden, weil dieses Thumbnail so unfassbar beschissen formiert wurde. Echter Gargoyle in Puerto Rico gesichtet. Das ist eine Fledermaus oder sowas in der Art. In dem rangezoomten roten Kreis sieht man ein völlig anderes Wesen. Super leicht daran zu erkennen, dass diese Fledermaus im kleineren Kreis, nicht rangezoomt, nach links fliegt und das Wesen im rangezoomten straight geradeaus. Sowas passiert halt, wenn man Thumbnails von offensichtlichen Satire-Videos klaut und deren Inhalt vervollnimmt. Ups, ich könnte jetzt noch von den bald schon real werdenden Zombie-Viren, von Momo, von spontanen UFO-Sichtungen und so weiter sprechen. Aber ihr könnt wahrscheinlich erahnen, wie es um diese Videos steht, nach dem letzten Beispiel. Und ja, ich habe das Prinzip von Gruselgeschichten verstanden. Er aber nicht. Er versucht diese nämlich auf Krampf als wahr durchzudrücken. Besonders schlecht wird mir aber bei solchen Videos und das nicht aus den von ihm genannten Gründen. Wer dieses Video ansieht, halluziniert oder fällt in Ohnmacht. Live-Selbstexperiment. 10 Minuten und 1 Sekunde. 120.000 Klicks. Durchweg positive Bewertung. Frecher als so schon wird es, wenn man die Beschreibung ansieht. Dort steht nämlich folgendes. Bei diesem Video halluzinierst du zu 100%. Selbst getestet. Wer jetzt erwartet, dass ausnahmsweise mal ein Originalvideo oder eine Quelle verlinkt wurde, könnte nicht weiter daneben liegen. Es ist zwar so getarnt, als wäre das die Quelle dafür, klickt man das Video allerdings an, wird man nur auf ein anderes von ihm weitergeleitet. Das Video besteht aus gerippten Visual-Effekt-Videos, die schon seit Anbeginn von YouTube existieren. Nur mal so am Rande. Ganz am Anfang war er noch ein herkömmlicher Creepypasta-YouTuber, mittlerweile unterscheidet er sich aber von der Gattung. Irgendwann kam man nämlich auf den Trichter, dass es mehr Klicks bringen könnte, wenn man den Inhalt derer mittels Titel und Thumbnail als echt darstellen möchte. Was denkt ihr, wie er mittlerweile auf 450.000 Abonnenten gekommen ist? Absolut unverständlich. Es gibt YouTuber, die eigene Horrorgeschichten schreiben und sich nicht alles zusammenklauen. Zum Beispiel Weltenbruch. Der steckt immer noch bei 8.000 Abonnenten fest. Der zum Beispiel hat auch was, was er nicht hat. Achtung, sehr subjektiv. Eine Stimme, der man zuhören kann, ohne nach 5 Sekunden das Nasenspray in seine Lautsprecher rammen zu wollen. Können wir mal kurz drüber sprechen, wie schlecht es um die Qualität seiner Videos steht? Die Audio lutscht. Neben Clipping-Fehlern sind auch noch Audio-Poppings seine Tagesordnung. Sein Redestil macht jeglichen Gruselfaktor der Videos kaputt. Ja, ist die Mythenakte voll grusel. Ja, man kann froh sein, wenn er Footage verwendet, das mehr als 3 Pixel pro Bildschirmmeter aufweist. Und. Dazu kommt übrigens auch noch, dass er stellenweise einfach Lügen verbreitet. Hier hätte ich jetzt auch noch über sein Artikel 13 Video referieren können. Ein anderes Beispiel dafür ist sein erstes Simpsons Video, das mittlerweile 3,3 Millionen Aufrufe hat. Fun Fact, das Video ist auch wieder geklaut. Zumindest stellenweise. Beweis-Screenshots seht ihr hier. Also wenn selbst der größte Erfolg geklaut ist, das ist wirklich sehr aussagekräftig. Falls ihr es überprüfen wollt, schaut in die Beschreibung. Eine Stelle, die er nicht geklaut hat, war diese hier. Und wieder haben die Simpsons etwa 10 Jahre in die Zukunft geblickt. Am 3. Oktober 2003 starben die bekannten Magier Siegfried und Roy durch deren weißen Tiger. So, Siegfried und Roy starben also beide durch ihren Tiger. Komisch, dass beide noch leben. Ja, Roy und auch nur Roy wurde von seinem Tiger angefallen und ordentlich verwundet. Der andere hat nicht mal einen Kratzer abbekommen. Wie er darauf kommt, dass beide tot sind? Keine Ahnung, waren wohl Geister, die 2019 über den Unfall gesprochen haben. Und wieder sehe ich Parallelen zu Wissenswert. Junge, da macht er einmal was selber und dann kommt sowas bei rum. Bleib doch einfach bei geklauten Inhalten. Seine Instagram-Seite ist auch so eine Sache. Man findet wie immer geklaute Bilder, übernommene Pinterest-Beiträge und seine Video-Thumbnails. Auch hier macht er übrigens keinen Halt vor Falschinformationen. Jährlich sterben im deutschsprachigen Raum etwa 30.000 bis 60.000 Menschen aufgrund der unleserlichen Handschrift der Ärzte. Naja, grob verschätzt, weltweit sterben dadurch vielleicht 5.000 bis 6.000. Zahl einfach mal verzehnfacht und nur auf Deutschland bezogen. Kann man mal machen, hat dann vielleicht den netten Nebeneffekt, dass es krasser wirkt und die Leute, die ebenfalls eine unsaubere Schrift haben, unter dem Bild getaggt werden. So kann man halt auch an Reichweite kommen. Aber warum macht er das alles? Warum lügt er bewusst für Reichweite? Einfach zu beantworten. Geldgier. Mythenakte kennt keine Grenzen, was Revenue-Maximierung angeht.
Dabei verfolgt er das Min-Maxing-Prinzip. Möglichst wenig Arbeit für maximalen Profit. Alle bis eben genannten Punkte führen hierauf zurück. Seien es die geklauten Inhalte oder die schlechte allgemeine Qualität. Alles Hauptsache keine Mühen in die Videos stecken. Er hat, was das angeht, leider den Schuss nicht gehört. Irgendwo ist auch mal eine Grenze gezogen. Ich habe übrigens noch nicht mal die Frequenz der Werbung vorhanden auf seinen Videos über 10 Minuten angesprochen. Nur, es reicht ihm halt alles nicht. Patreon muss her, aber zackig. Ich muss sagen, dass es mich relativ erschrocken hat, was ich auf seiner Seite so vorgefunden habe. Kleiner Funfact, ich hatte übrigens auch mal eine extrem peinliche Patreon-Seite, als ich ein 17-jähriger Vollidiot war. Allerdings toppt seine Seite das nochmal um Längen und er ist ein erwachsener Mann. Vor allem, weil er lügt. Er lügt, um seinen Zuschauern Spenden zu entlocken. Sein erstes Perk für 2 Dollar beinhaltet Informationen und Ideen zu kommenden Videos. Schreibst du denen dann, hey, guck mal, ich klaue als nächstes dieses Video? Bekommen die Leute deine Originalquellen vorgesetzt? Wird ihnen von zukünftig absichtlich eingestreuten Fehlern berichtet? Seine 5 Dollar Patreons bekommen die beiden Perks, sowie alle Videos 24 Stunden vor Release. Aber immerhin wird man am Ende seiner Videos eingeblendet. Hey, warum nicht freiwillig als Idioten brandmarken lassen? Außerdem gibt es wunderschöne Patreon-Exclusive-Umfragen. Welche Videos als nächstes kommen sollen zum Beispiel? Mal abgesehen davon, dass ihr diese Umfragen von mir gratis im Community-Tab bekommt, hat er davon 4 gemacht. Im Zeitraum von 2 Jahren. Für 30 Dollar bekommst du das allerbeste Perk. Oder auch nicht. Als einzigen Bonus bekommst du die Möglichkeit, einmal im Monat zu entscheiden, was er für Videos machen soll. Streng limitiert. Nur auf 3 Leute. Die Frage ist, müsste er dafür nicht 3 Videos im Monat machen, anstatt monatelang gar nichts? Kein Wunder, dass sich niemand dieses Tier zulegt. Weil, hatte damals mal einer. Und da war das Perk sogar noch teurer. Man kann es ja mal versuchen, den Preis ein wenig runterzusetzen. Vielleicht finden sich ja 3 Deppen. Der Wayback Machine sei Dank, jetzt kann ich wenigstens ein wenig drüber lachen, dass US 165 63 Dollar wurden. Anscheinend lassen sich die Leute auf Dauer doch nicht verarschen. Warum ich denke, dass er das tut, erfahrt ihr jetzt. Es wird nämlich noch bunter. Stellt euch einfach vor, ihr wollt die Leute auf Krampf dazu bewegen, euch Geld in den Rachen zu werfen. Mit fucking Lügen. Warum Patreon? Ich möchte unabhängig von YouTube werden. Ich will nicht nur auf Werbeeinnahmen von YouTube angewiesen sein, die sowieso kaum noch vorhanden sind. Ach du Armer. Stichwort Werbefreundlichkeit. Kleiner Tipp, 2. Standbein. Mal abgesehen davon, dass es überhaupt nicht stimmt. So gut wie jedes Video, auf das ich von ihm geklickt habe, war werbefreundlich. Und die sind teilweise Jahre alt. Und ich habe auf einige geklickt. Glaubt mir. Anfangswerbung plus mehrere Male im Video. Fragt mich nicht, warum ich ohne Adblocker schaue. Ich bin ein Gönner. Versucht es einfach selber. Ich wette, bei so gut wie jedem Video wird es euch ähnlich gehen. Es ist halt schon frech, beim Battleground knallhart zu lügen. Im nächsten Abschnitt geht es darum, dass nur mehr Videos kommen, wenn mehr gespendet wird. Kein Flachs. Wenn man spendet, erscheinen auf Dauer mehr Videos. Warum ist das so? Dafür müsste übrigens Ersteres als Aussage und nicht als Frage formuliert sein, aber ich will mich jetzt nicht auf kleine Ungereimtheiten fokussieren. Erreichen wir zum Beispiel das Ziel von aktuell 500 Dollar, es sind 200 und es waren auch schon damals 200, da gibt sich auf jeden Fall jemand Mühe, ist es möglich, die Arbeitszeit eines regulären Jobs auf 20 Stunden pro Woche zu verkürzen. So erhalte ich 20 Stunden mehr Zeit pro Woche, um an den Videos zu arbeiten. Dafür erscheinen auch mehr. Dude, hör auf zu lügen. Ich habe vorhin ja kurz ausgerechnet, wie lang so ein Video von dir benötigt. Sein Horrorfilm-Video bestand aus 4 Minuten lang Bilder ablesen und insgesamt 13 Mal Drag and Drop ins Schnittprogramm. Maximaler Aufwand? Na, 30 Minuten. Wenn man die Audio oft verkackt hat und es neu machen muss. Wobei, das interessiert ihn ja eh nicht. Ganz kurz, verstehe ich das richtig? Du bist nur bereit, mehr Videos zu machen, wenn du 500 Dollar oder mehr in den Hals geschoben bekommst? Während du ohnehin schon mehr verdienst als ein normal arbeitender Mensch? Ihr müsst mal beachten, dass er zu dem Zeitpunkt seiner Seitenerstellung ungefähr 1 bis 2 Millionen Views im Monat gemacht hat. Zurzeit sind es noch ungefähr 350.000. Klingt wenig, ist aber normal, wenn man fast einen Monat nichts hochgeladen hat. Es könnten trotzdem so 1.000 bis 2.000 Euro gewesen sein. Höhepunkt kommt. Was passiert, wenn man nicht spenden kann oder das Ziel nicht erreicht wird? Im Grunde nichts. Alles hier sollte auf freiwilliger Basis passieren. Ich werde versuchen, den Kanal, so gut es geht, weiter zu betreiben. Es könnte nur passieren, dass aufgrund der verringerten Zeit oder durch noch mehr negative YouTube-Richtlinien immer weniger Videos erscheinen. Was? Wo ändert das? Was sollen die Patreon-Spenden mit den YouTube-Richtlinien zu tun haben? Hat irgendwie so ein bisschen was von Erpressung. Es könnte sein, dass weniger kommt, wenn ihr mir jetzt nicht genug Geld gebt. Ich kotze. Ins fucking Essen. Widerlich. Die Frage, wofür er dieses Geld braucht, beantwortet er uns beim Spenden-Goal. Da sollte jetzt eigentlich stehen, dass mehr Videos kommen, wenn das Ziel erreicht wird, weil er das vorher als Sinn der Seite angegeben hat. Natürlich steht da was anderes. Damit wären schon mal Stromkosten, Internetvertrag, Handyvertrag und die Buchhaltung gedeckt. Das alles brauche ich, um meine Videos zu produzieren. Danke. Dude,
Was bin ich lesend? Inwiefern ist dein Handyvertrag relevant für deine Videos? Wo hast du Buchhaltungsausgaben? Erklär mir das mal, abgesehen davon, dass es eh von den Steuern absitzt bald. Strom und Internet brauchst du natürlich für deine Videos. Ja, privat. Wofür Strom? Wir können doch einfach mal einen Rainer cosplayen. Finanzier dir deinen Scheiß selber, Alter. Ja, keine Lust, es nochmal aufzurollen. Schau das Video von Ernstling. Ach, und Müti, wir wissen ja beide, dass du hier relativ glimpflich davon gekommen bist. Hoffen wir für dich, dass mir nicht noch mehr Infos zugetragen werden. Wir und einige andere wissen ja noch, was damals mit den Mädels vorgefallen ist. Genauso weiß ich, was du 2016, 2017 mit Multi vorhattest.